Ich bin heute in der Zahnarztpraxis von Dr. Servati in Essen. Gott sei Dank bin ich heute nur zum Spaß hier. Ne? Doch, doch, der Doktor kommt gleich. Ja, super, jetzt habe ich doch feuchte Hände, toll. Also auf jeden Fall hat das Praxisteam mir geschrieben, es gibt wohl einen Patienten, dem ich heute mal auf den Zahn fühlen darf. Aber Jenny, Juliana, wer ist das? Ja, das ist unsere Andrea, die arbeitet an der Rezeption. Mhm. Und die hätte es mal so richtig verdient. Warum hat es denn die Andrea so richtig verdient? Ja, sie schubst gerne mal die Neulinge in den Teich. Ach, das ist die berühmte Zahnarzttaufe, okay. Ja. Mich persönlich hat sie schon zum Weinen gebracht, indem sie behauptet hat, ich habe einen 70-jährigen Stammpatienten unsittlich am Knie berührt. Was? Und der wird jetzt seine Rechnung nicht mehr zahlen wollen. Also heftig, ne? Ja, also. Was können wir denn machen? Also ich meine, gibt es irgendeinen wunden Punkt? Wo können wir die Andrea erwischen? Ja, für Andrea ist das Schlimmste, wenn sie gewisse Sachen nicht mehr im Griff bekommt. Also okay. Wenn sich das Wartezimmer füllt, da wird sie schon ziemlich nervös. Und da können wir, glaube ich, ganz gut ansetzen. Was haltet ihr denn von einer, sagen wir mal, so einer Notfallsprechstunde? Totales Chaos mit Lockvögeln von uns. Super, ja. Gut? Ja, der Doktor kommt. Doktor, hallo. Ihn, ne? Hallo. Können Sie uns denn helfen ein bisschen bei der Andrea? Gerne, gerne. Ja. Ich freue mich drauf, aber wir sollten vielleicht eine Schauspielerin nehmen als Zahnärztin, weil bei mir wird es sofort merken. Okay, also ich kenne eine Zahnärztin, die ist allerdings ein bisschen alternativ. Tolle Idee. Ja, machen wir. Gut. Mhm. Drei Wochen später ist es soweit. Notdienst in der Zahnarztpraxis. Die ersten beiden Notfallpatienten warten schon vor der Tür. Sie sollen dafür sorgen, Andrea direkt auf Betriebstemperatur zu bringen. Schönen guten Tag. Kurz darauf trifft Andrea ein. Sie weiß inzwischen, der Chef ist leider verhindert, hat aber angeblich für Ersatz gesorgt. Morgen. Guten Morgen. Doktor wird schon gewartet. Ja, haben sie auch lange gebaut. Eine ganze Stunde stehe ich schon hier. Um 9 Uhr soll das denn losgehen hier? Um 10. Ich habe Schmerzen ohne Ende. Um 10. Machen Sie mal voran, bitte. Als Privatpatient ich bin hier eine Helferin. Ich habe keinen Arzt noch nicht hier. Der kommt um 10. Ich bin Privatpatient. Ich zahle dafür. Ich erwarte einfach, dass eine Notfallsprechstunde auch so besetzt wird, wie das im Internet steht. Ja. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir um 10 Uhr hier beginnen. Und wir machen auch nur eine Vertretung. Wir haben normal gar keine Notdienst. Wir sind Vertretung für den Dr. Stamm. Ich habe Schmerzen. Ich möchte wirklich schnell. Ich kann Sie nicht behandeln. Ich bin kein Arzt. Ich möchte aber als erstes behandelt werden, wenn es geht. Ich bin Privatpatient. Nehmen Sie bitte Platz. Wo sind die Behandlungszimmer? Nee, Moment. Nee, wieso? Ich war vor Ihnen hier. Das haben wir ja immer geklärt, oder? Tun Sie mir doch einen Gefallen und nehmen Sie mal eben im Wartezimmer. Meine Karte liegt da, aber ich bin als erstes dran, dass das klar ist. Ja, darf ich, aber ich bin gerade reingekommen, guter Mann. Ich muss ja erstmal mich auch umziehen, die Rechner hochfahren, hier die Praxis aufmachen. Ja, holen Sie Luft, alles gut. Lass ich gleich pampig werden. Das sind Sie, ich bin doch noch gar nicht drin. Ja, und weil sie noch nicht drin ist, es aber vorangehen muss, greifen ihr die Patienten netterweise unter die Arme. Notfallpraxis, schönen guten Morgen. Was kann ich für Sie tun? Gehen Sie bitte sofort hier rum. Ich wollte Ihnen doch nur helfen. Gehen Sie bitte sofort rum. Sie sind bescheuert, oder was? Ich will nicht einmal ins Telefon. Zahnarztpraxis Dr. Servati, Fassbender, guten Morgen. Dafür sind wir ja hier, ne? Dann können Sie reinkommen, ja? Die zwei streiten weiter darüber, wer hier die Pole Position hat. Nee. Ich bin Erster. Nehmen Sie mal Ihre Finger weg. Ich bin Erster, nochmal. Hallo. Und statt ins Wartezimmer gehen sie Richtung Behandlungszimmer. Hören Sie auf jetzt. Das ist doch Blödsinn. Das soll nicht handgreiflich werden. Ja, sie rammen mich doch hier weg. Hallo. Ich will da jetzt rein. Wo darf ich jetzt rein? Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ins Wartezimmer oder ich rufe die Polizei. Das ist doch lächerlich. Wir haben Schmerzen. Ich rufe die Polizei. Ich bin ja nicht leid. Sie machen das jetzt hier seit 20 Minuten mit mir. Das geht doch nicht. Haben Sie das schon mal erlebt? Das ist doch nicht normal. Hier kommt die nächste Patientin. Hinter uns, ne? Willkommen auf Volkmann. Ich hatte auch einen Anruf. Aber wir waren vor Ihnen da, ne? Das ist klar. Nee, ich bin der Erste, der behandelt wird. So, bitteschön. Also mir geht's echt nicht gut. Ist es okay, wenn ich mich schon mal da hinlege, hinten? Ich habe doch noch gar keinen Arzt. Dann legt er sich halt ins Wartezimmer. Endlich kommt ihre Kollegin Juliana, natürlich mit Verspätung. Schön, dass du kommst. Hör mal. Ja, ich habe schon fast die Polizei hier gerufen. So sieht Verzweiflung morgens kurz vor 10 aus. Ist der Arzt noch nicht da? Soll ich rangehen? Was ist hier los? Ich habe gedacht, ich nehme die Praxis auseinander. Warum? Ich stand vor der Tür.
Anja, da hatten wir schon mal. Wir haben schon Schlimmeres durchgemacht. Nee, das kriegen wir. Das hab ich ja noch nicht erlebt, ey. Gemeinsam, wie lange dauert das denn noch, bis ein Arzt kommt? Um 10. Wer ist jetzt dran? Das ist der Privatpatient, die haben mich jetzt gestrandet. Er als erstes reinkommt, haben beide starke Schmerzen. Ich meine, wir können ja schon mal ins Zimmer setzen. Ich setze rein. So, dann kommen Sie beide mal mit, dann nehmen wir Sie schon mal ins Behandlungszimmer. Damit sind die beiden schon mal aus dem Weg. Wir gehen einmal schon mal mit der Kollegin. Der Patientenansturm geht weiter und die Ärztin ist immer noch nicht da. Aber sie ist auf dem Weg. Bei dem vollen Wartezimmer ist die höchste Zeit, dass Andrea die neue Zahnärztin kennenlernt. Ein paar Spezialwerkzeuge habt ihr auch extra aus China mitgebracht. So, das wird sie wohl sein, hoffe ich mal. Hallo, guten Morgen. Morgen. Ich habe einen Notfalltermin. Ja. Ja. Darf ich gleich ins Behandlungszimmer kommen? Wir haben noch einige Patienten vor. Wir müssen sofort ins Behandlungszimmer kommen. Nein, Sie müssen weil schon das ist ein Notfalltermin. Beim Notdienst gibt es keine Termine, da müssen Sie kommen und warten. Ich dachte, Notdienst kann man gleich ins Zimmer kommen. Nein, nein. Ist bei uns in China ist immer so. Nein, es ist aber hier nicht so. Soll ich jetzt im Behandlungszimmer kommen? Nein, oder Sie müssten einmal drüben im Wartebereich Platz nehmen. Aber ich dachte, ist es... Okay, dann tue ich das. Sie fragt sich immer noch, wo die Ärztin bleibt. Alter, was ist denn hier los? Wen rufst du jetzt an? Den Doktor selber. Ach so. Und von dem bekommt Andrea die Handynummer der Ärztin. Frau Dr. Jim, aber hart. Hallo? Ist das Ihre Telefonnummer? Sie haben mich ja angerufen. Juliana? Ich warte hier die ganze Zeit. Ich ruf mal die Nummer an. Ja, du verarschst mich doch. Hallo? Sind Sie der Doktor? Ich habe gesagt, ich habe hier heute einen Notdienst-Sprechertermin. Dann sind Sie die Zahnärztin? Ja. Dann kommen Sie. Ich möchte ihn sofort im Behandlungszimmer kommen und Sie lassen mich hier sitzen. Und es gibt so viele Patienten hier. Es geht ja. Kommen Sie bitte durch, das war ein Missverständnis. So geht nicht. Bitte desinfizieren. Unsere Zahnärztin arbeitet nur mit ihren eigenen Instrumenten. Und ich komme. Kannst du das nehmen? Eine Ärztin für den Schmerzpatienten hat sie jetzt. Zeit für Ollis Auftritt als Scherzpatient. So, jetzt legen wir noch einen drauf. Eine Praxis für Angstpatienten und ich bin Angstpatient. Und ich brauche einen Termin. Guten Tag. Bitte schön. Ich bräuchte dringend einen Termin. Ich habe Schmerzen hier oben, tut alles weh und ich habe Angst vor Schmerzen. Nehmen Sie es nicht persönlich, aber ich habe Angst vor dem Arzt, habe ich Angst, ja. Vom Zahnarzt habe ich Angst und ich habe Puls. Aus dem Behandlungsraum kommen grässliche Geräusche. Das ist wahnsinnig. Kein Wunder. Ah, ich war sie nicht. Ich habe Puls. Ah! Möchten Sie hier bleiben oder? Ja. Ja? Hier? Kann ich hier stehen? Ja. Unser Angstpatient versucht sich mit einer Zigarette zu beruhigen und löst den Feuermelder aus. Rauchen? Nein! Oh Gott, da müssen Sie aber wirklich. Oh mein Gott, was machen Sie mit mir? Ich muss hier rein. Und bitte. Schellen Sie, wenn Sie wieder rein möchten. Olli ist erst mal draußen. Der nächste Horrorpatient taucht auf. Guten Morgen. Blödmann ist mein Name wieder. Blödmann nur mit Doppel-E. Ich hatte heute Morgen schon angerufen. Ja, aber
dabei. Na? Haben Sie keinen dabei, weil der Hund müsste eigentlich raus. Okay. Bitte? Hundeverbot hin oder her, der neue Patient muss mal. Ganz kurz, ja. Die chinesische Ärztin geht angesichts der vielen Patienten zu Gruppenuntersuchungen über. Schreiben Sie mit 17 Indo. Und Sie? 17 Indo. Indo. Machen Sie auf. 2 2 5 Cachius. Und Sie, oh, das ist aber geschwollen. Das ist sehr stark geschwollen. Bei ihr Abszess. Und den Hund hat Andrea auch noch an der Backe. Leine. Was ist das? Ich habe hier einen Hund. Und der Patient ist auf dem Klo. Ich bin hier im Film. Ich bin hier irgendwo im Film. Dieser rauchende Patient steht da draußen, legt sich hier rein. Sag mal. Ich soll hier was aufnehmen. Ich kann hier nichts aufnehmen. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich mache jetzt hier zu, ey. Das geht mir gar nicht. Ich soll den Doktor noch mal anrufen? Ich kenne sowas nur aus Verstehen Sie Spaß, ehrlich. Und damit hat sie schlicht und ergreifend recht. Tack. Ja, wo ist die Kamera? Wo ist er? Andrea, was ein schöner Samstag heute, ne? So ein Notdienst, oder? Herzlich willkommen. Lange darauf hingearbeitet, das Gerüst aufgestellt. Eine neue Webcam bin ich jetzt. Ich steh mal auf, nach vorne, damit wir dich auch sehen können. Liebe Andrea, herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Juhu! Yeah.